Hallo meine Lieben, heute backen wir mal ein paar Donuts. Dazu müssen wir einen Hefeteig herstellen. Das machen wir jetzt. Dazu verkneten wir 510 Gramm Mehl, ein Päckchen Trockenhefe, 110 Gramm Zucker. Das könnt ihr alles in eine Schüssel machen. Wir verkneten das dann zusammen. Eine Prise Salz habe ich schon drin. Ein Teelöffel Zimt. Zwei Eier. 260 ml Buttermilch und 55 Gramm weiche Makrine. Habe ich in der Mikrowelle ein bisschen weich gemacht. So, das war's schon. Das verkneten wir jetzt. Ihr seht ja wieder beim Kneten, ob der Teig noch ein bisschen Mehl braucht. Schüttet ihr euch einfach welches dazu immer. So, meiner ist soweit. Mein Klumpen löst sich schön von der Schüssel. Ich zeig's euch mal. Muss ich dann so richtig schön lösen, darf nichts mehr kleben. So, dann deckt ihr ihn ab und lasst ihn erstmal schön in Ruhe einfach gehen, bis er sich vergrößert. So, jetzt nehmt ihr den Teig und rollt ihn auf einer bemehlten Arbeitsfläche aus. Der Teig soll ungefähr 1 cm dick sein. So, dann nehmt ihr zwei Größen von Gläsern, ein größeres und ein kleineres, für den äußeren Ring. Das macht ihr jetzt erstmal. Dann nehmt ihr das kleine Glas und macht den in einem, mein Donut hat ja ein Loch. So, dann legt ihr das auf ein Backblech. Backpapier drunter legt und so macht ihr das mit dem restlichen Teig auch, bis der ganze Teig verbraucht ist. Wenn ihr dann den ganzen Teig aufgebraucht habt, lasst ihr die Donuts noch ein paar Minuten stehen, damit sie noch mal richtig schön aufgehen können und backt sie dann bei 180 Grad so 15 Minuten. So, nach dem Backen bestäubt ihr eure Donuts einfach nur noch mit Puderzucker. Und dann seid ihr auch schon fertig. Viel Spaß beim Nachbacken und das war's für heute. Tschüss!